Gerade ist ein Leerzug mit offenen Güterwagen in das Überholgleis des Betriebsbahnhofs Ringel eingefahren. Der Zug kommt von der Georgsmarienhütte und soll über Nacht Schrott aus dem Dortmunder Hafen holen. Der Betriebsbahnhof Ringel liegt an der Magistrale von Hamburg, Bremen über Osnabrück und Münster in Richtung Ruhrgebiet und Köln. In der Mitte etwa zwischen Osnabrück und Ringel dient er dazu, dem schnellen Fernverkehr auf dieser Magistrale den Vorrang einzuräumen und langsamere Züge sozusagen auf die Seite zu nehmen. Auch die benachbarten Bahnhöfe Längerich und Kattenfenne haben Überholgleise für solche Fälle. Der Bahnhof Ringel allerdings liegt relativ versteckt und schwer zugänglich. In diesem Film werden die Überholvorgänge ungeschnitten, also in der originalen Zeit, gezeigt. Bei manch einem Überholvorgang geht es sehr flott, manchmal dauert es aber auch gefühlte Ewigkeiten, vor allen Dingen für den Triebfahrzeugführer, der sozusagen auf den Rand geschickt wurde. Und der Lokführer des Zuges nach Dortmund in den Hafen hat hier wahrhaftig eine kleine Portion Pech. Soll irgendeiner von diesen Kabelschächten oder so.
aus oder verspürten sie. Könnte es sein, es dürfen aber überall. Verspürt das dann alles? Das interessiert das Gehirn, ja. Ich spürt es offenbar seit 18 Uhr. Wenn die Behandlung geleitet. Hallo. Das ist doch
Der RE2 von Düsseldorf nach Osnabrück ist einer der Züge, die mit Verspätungsrekorden nur so prahlen können, wenn man von diesem Thema überhaupt prahlen kann. Zugleich ist der ICE und IC-Verkehr auf der Strecke durch das Nadelöhr-Ruhrgebiet auch mehr ein Glücksspiel als ein fahrplanmäßiger Verkehr. Oft genug muss daher der RE2 in Kattenfenne, Ringel oder Längerich auf den Rand fahren, um einen verspäteten ICE vorbeizulassen. Meistens ist dann die Fahrplanlage so eng, dass keine langen Wartezeiten auftreten. Der ICE hat sich sozusagen schon hinter dem Regionalexpress gestaut.
Auch der tägliche Gefahrgut-Kesselzug muss an diesem Tage auf die Seite, um einen Intercity vorbeifahren zu lassen. Die Energiemenge für das Wiederanfahren würde dabei reichen, um einen Pkw wohl einen Monat lang zu betreiben, wobei das eine grobe Schätzung ist.
Wieder einmal hat der RE2 aus Düsseldorf Verspätung und wieder einmal drängelt sich der Fernverkehr hinter ihm. Diesmal allerdings nicht nur sichtbar für den Fahrdienstleiter, sondern ganz deutlich sichtbar auch für den Zuschauer.